Auf der linken Seite haben wir schon unser Team aus Spanien. Hauptsächlich StarCraft 2 Spieler. Sie sind das blaue Team El Nexo. Alistair, da ist er nämlich ein StarCraft 2 Spieler. Er spielt Tychus in der Botlane. In der Midlane haben wir LoL vs. XD. Er spielt Thrall. Dann haben wir Vortex auf Sergeant Hammer. Lucifron spielt Muradin und Grand Piquete spielt Brightwing. Ihre Gegner als rotes Team gespawnt. Auf der rechten Seite Team Acer mit Greenout auf Uther. Whoopsie Daisy. Mit Sipho auf Tassila. Pony spielt Tyrande. Zon spielt Mr. Arthas. Und ganz unten, da haben wir Holo auf Valor. Also sehr, sehr schönes Lineup hier von beiden Seiten. Nächstes ein bisschen, ja, nicht Standard-Lineup. Also was heißt nicht Standard für sie zumindest. So, mittlere Lane wird sofort genommen. Tassila kann hier bestimmt einiges ausrichten, aber steht halt auch gegen Thrall. Muss also ein bisschen defensiver stehen, als das normalerweise der Fall ist. So, hier unten wird schon fleißig gepinkt. Da haben wir nämlich die Party-Lane auf Seiten von, ups, warum ist das hier falsch? Auf Seiten von Acer. Und oben die Party-Lane für El Nexo. Und auch da, Greenout wird hier sehr, sehr defensiv stehen müssen. Das ist halt immer der Fall, wenn du den Tank und, also beziehungsweise den Tank mit Stun und halt Sergeant Hammer hast. Auch den Tank. Nur, dass der kein Tank ist. Und da ist der Partylane-Switch. Die kommen mit nach oben. Valor macht das unten ganz alleine gegen Tychus. Finde ich eine gute Wahl. Und gerade jetzt ist es halt ein bisschen überraschend noch für eine kurze Zeit. Wobei, ich glaube, El Nexo hat dem Braten gerochen. Ja, die wissen was Bescheid. Die wissen, was los ist, und Grand Piquete, der schickt hier schon einige seiner Q-Fähigkeiten auf den Strauch. Jetzt kommen sie von der anderen Seite rum. Kommt der Root? Nein, Root verpasst. Oh doch, Vortex kriegt hier einiges ab. Oh, nochmal ein Stun gesetzt auf Vortex. Und kriegen sie den Follow-Up hin. Ja, selbst mit dem Storm hat es nicht ganz gereicht. Ja, Tessa hat nochmal kurz die Lane gewechselt. Aber auch dadurch ein bisschen XP eingebüßt. Nicht allzu viel, das geht schon. Aber halt ein bisschen zurück. So. Die Seeds sind da. Lucifron rennt da ganz schön fleißig rein. Da ist der Root. Kriegt hier einiges an Schaden ab, aber kann davon springen. Gut gemacht. Auch Grand Piquete hier mit den schönen Heilungen. Und so sollten sich jetzt hier noch die letzten sauberen, sicheren Seeds sichern. Und mal gucken, ob sie dann runter rotieren und sich den großen Garden Terror unten holen. Oder ob sie hier oben weiter die Position halten. Was halt wichtig ist, wenn die Seeds oben sind, trotz allem müsst ihr immer noch die Spieler in den Lanes haben. Jetzt wird es echt gefährlich. Da verliert er einiges an XP. Oh, Vortex, apropos gefährlich. Der kriegt einiges an Schaden ab. Aber es reicht nicht ganz. Trotz Stun. Trotz Stun hat es nicht ganz gereicht. Ja, schauen wir uns nochmal an, was hier also gepickt wird. Scion Fusion, also nicht der Build, den Hasuops häufig auf Tessa da spielt, sondern eben ein bisschen mehr Mana, zum was man zurückkriegt. Dann gibt es Healing Ward auf Tessa's Seite. Conjurer's Pursuit für Uther, Effective Shield noch dazu, also dadurch, dass sie keinen doppelten Support haben, doch, die haben doppelten Support, nevermind. Es war also scheinbar doch ein anderer Draft, den wir uns vorher angeguckt haben. Oder ich habe gerade was verpasst. Egal. Ja, dann Venom auf Arthas und Frozen Wastes. Da unten gibt's Manticore. Anderer Build auf Valor. Den möchtest du mal sehen. Hungering Arrow gibt's und dann Manticore. Also mehr Schaden durch Basic Attacks. Und ein bisschen Health Reduction, Health, was man zurückkriegt, also... Valor geht aber auch direkt drauf. War da ein bisschen zu unvorsichtig anscheinend. Und hier unten haben wir Pierce und Healing Ward. Drüben aber die Standardtalente auf Seiten von der Nexo, keine Überraschung. Bright natürlich auf Brightwing. Und hier oben die Attack Range und, ja, Basic Attacks Increase. Also keine großartigen Überraschungen auf Seiten von der Nexo, auf Seiten von... Team Acer sieht schon ein bisschen anders aus. Also, Teste da, naja, so mehr oder weniger Standard. Aber Valor wird halt anders gespielt. Die müssen wir uns nachher noch angucken. Oh, El Nexo. Liegt inzwischen noch ein bisschen weiter vorne. Kriegt hier zuerst das Level 7, aber es ist ganz, ganz knapp. Also, ja, hab's fast gesehen. Es ist mehr oder weniger zeitgleich. Exxon, versuch's von der Seite daran. Ja, es reicht nicht ganz. Selbst mit einem ordentlichen Root. Aber da kommt nochmal der Cleanse. Das reicht nicht. Wir wollen hier zurückpushen. Mittlere Lane momentan komplett ungenommen. Und doppelt... Oh, ich gehe immer weg, wenn es passiert. Unten hat es Valor jetzt gerade geschafft, Tychus rauszunehmen. Kann damit jetzt die Lane hier ordentlich pushen. Wir müssen aber wieder oben gucken, denn da geht die Action wieder ab. Greenout musste sich zurückziehen, musste ein bisschen heilen.
So, doppeltes First Aid auf Seiten von Anexo. Sie müssen halt irgendwas machen gegen den doppelten Support. Deshalb macht es schon Sinn. Clance hat sich hier Ripping geholt, haben wir eben schon im Einsatz gesehen. Stormbolt-Verbesserung durch Piercing Bolt auf Seiten von Muradin und Frostwolf Grace auf Seiten von Thrall. Ah, ich glaube, das ist sogar was, was man nicht so standardmäßig sieht auf Seiten von Thrall. So, hier drüben Static Charge, also nur Richtung Storm gebaut. Clance. Und da haben wir Rune Tap für ihn und Repeating Arrow auf Seiten von Valor. Also sie baut hier sehr auf Hungering Arrow und unten haben wir das Battle Momentum für Tyrande. Anexo schafft es hier, sich die Giants zu sichern. Gehen auch schnell wieder auf die Lanes zurück. Aber in der Midlane, da wird ordentlich gepusht. Da kommt ein guter Root of Loyal 6D und den kriegen sie auch raus. Gut gemacht und das genau zu dem Timing, wo die Siege Giants verfügbar sind. Beide Teams stehen hier kurz vor dem vor dem Garden Terror. Das heißt, demnächst wird es hier ordentliche Garden Terror gegen Garden Terror Action geben. Aber vorerst ist es hier ein sehr, sehr harter Push und Acer könnte sich hier vielleicht sogar das Fort holen. Aber nein, sie wollen hier auch erstmal einen Konter geben. Denn Anexo ist auch mit ein paar Siege Giants unterwegs. Auch die konnten ein bisschen Schaden ausrichten. Sie haben es nicht geschafft, hier noch einen Helden abzufangen. Also reine Defensive, was hier Acer gerade macht. Die haben Level 10, aber auch Anexo wird gleich Level 10 haben. Haben wir da irgendwelche Überraschungen? Sieht nicht so aus. Alles Standard. Starfall auf Tyrande und Reign of Vengeance auf Valor. Und auch sonst halt der ganze Standard. Drüben genau dasselbe. Napalm Strike, Commander Odin, Blink Heal, Avatar. Gut, Blink Heal, wie gesagt, ist aber, finde ich, auf der Map die bessere Wahl im Gegensatz zu Emerald Winds. Also macht durchaus Sinn. Oh, ein Level Vorsprung inzwischen schon für Acer. Und wir wissen, die Nacht kommt bald, deshalb holt sich jetzt Anexo schon ein bisschen vorzeitig die Bruiser, damit halt reagiert werden muss. Oh, das wollte Acer ausnutzen, aber es reicht nicht. Sie kamen hier ein bisschen zu spät. Siege Camp wird angegangen, das könnten sie auch stehlen. Ja, das werden sie auf jeden Fall stehlen, das geht super schnell. Das ist natürlich sehr schön, gibt einen ordentlichen starken Push hier auf die Mitte. Da sind schon die Gates gefallen, das heißt, es ist wirklich eine super Aktion, eine super Möglichkeit, jetzt hier das Fort rauszunehmen. Das müssen sie hinkriegen. Das ist LOL vs. XD, haut nochmal einen ordentlichen Train Lightning raus. Fast Level 12 auf Seiten von Acer, aber ich glaube, das schaffen sie nicht mehr vor dem Teamfight. Bringen sich halt nur in so Positionen, wo sie gleich in der Nacht eventuell den auflauern könnten. Ja, da ist die Eule, aber Acer, beziehungsweise Anexo, die gehen halt einfach auf die obere Kartenhälfte. Holen sich hier ihren Garden Terror und die Seeds, die einfach zu schnappen sind. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Wurde es gesehen? Ich glaube, Anexo hat es nicht gescoutet. Jetzt kriegen sie es mit. Und ja, Acer hatte hier eine Chance, sie zu überraschen, aber jetzt passiert es nicht mehr. Anexo weiß Bescheid. Die gehen teilweise sogar auf die Lanes zurück, um ein bisschen mehr XP zu holen, aber müssen auch zusammenbleiben. Ganz knapp verpasst hier gerade. Hätte Pony hier einen schönen Stun haben können. Garden Terror ist übrigens verfügbar für Team Acer. Die haben sich genauso viele Seeds geholt, wie sie brauchten. Und wann schnappen sie sich jetzt hier den Garden Terror? Ich versuche es immer noch zu unterbrechen. Root verpasst leider hier gerade bei Zorn. Der Nexo muss sich zurückziehen. Ziehen sich immer weiter zurück. Aber die warten halt auch nur auf ihre Chance, dann wieder Seeds zu holen. Haben jetzt auch den Garden Terror schon verfügbar. Das hat genau gereicht, diese paar Seeds, die sie hier geschnappt haben. Aber das sind halt noch mehr Seeds, die sich jetzt hier Acer sichern kann. Oben versucht es Nexo nochmal. Ah, mal gucken. Acer wird hier deutlich schneller fertig sein und die schicken auch schon ihren Garden Terror auf den Weg. Würde jetzt hier Lucy von abfangen. Seifo kommt mit rein, aber der ist halt ganz, ganz frisch gespawnt. Und da kommt auch schon Overgrowth hier. Der macht halt massig Schaden. Also Overgrowth-Pot muss so schnell wie möglich aufgehalten werden. Aber Acer, die wollen sich einfach nur den Teamfight holen. Kriegen sogar noch ein paar Seeds geklaut. Sehr schön gemacht. Haben schon ihren nächsten Garden Terror auf dem Weg, wenn der hier raus ist. Aber der hat noch ein paar Sekunden. 30 Sekunden läuft er noch. Nochmal schön den Overgrowth gesetzt. Auch da ein bisschen Schaden rausgeholt. Alles, was so geht eben. Sie bringen sich halt in eine Position, um den Garden Terror rauszuziehen aus der Feste. Denn die hat noch einiges an Schüssen übrig. Beide Türme hier noch mehr oder weniger voll munitioniert. Das heißt, die Helden müssen da nicht unbedingt in die Nähe kommen. Oder sollten auf jeden Fall nicht. Overgrowth hier auch nochmal gesetzt. Auf Seiten von Anexo. Aber das reicht halt nicht. Das kann schnell ausgeschalten werden. Lucifon wird einfach nur rausgezogen. Jetzt versuchen sie ein bisschen in die Offensive zu gehen. Haben auch eine gute Chance hier oben das Fort zu holen. Gerade jetzt, wo A-Pony aus seinem Garden Terror rauskommt.
Und Vortex steht in einer guten Position. Gerade so in Reichweite hier auf das Fort. Da ist der Root. Wollen sie auf Vortex gehen? Nee, Lucifron ist ein bisschen das Ziel. Thundering treibt sich auseinander, aber ich glaube, Acer muss sich zurückziehen. Seifer oder sehr, sehr weit vorne und mit dem Polymorph noch drauf. Aber er geht direkt in Archon rein. Sie sind sich nicht ganz sicher, was sie hier machen wollen. Schöner Root auf Alistar. Aber der sitzt noch im Odin drin. Ist noch halbwegs sicher. Kann er nochmal zurückfeuern. Auch mit seiner Heroic. Ja, Acer zieht sich zurück. Sie wissen, okay, das können wir nicht halten. Runeterra ist jetzt vorbei. Das wäre jetzt die Chance. Aber der Odin ist noch oben. Und das Fort ist ohnehin verloren. Das heißt, sie werden, denke ich mal, warten, bis sie ihren nächsten Runeterra haben. Und dann den nächsten Teamfight forcieren. Definitiv die bessere Entscheidung hier. Und vorher noch ein ordentlicher Bribe gesetzt hier von El Nexo. Gut gemacht. Schönes Siegeplan gestohlen. Und damit ist jetzt auch Acer noch ein bisschen beschäftigt, wie sie da weitermachen können. Ja, schön geklärt. Beziehungsweise hier oben sind noch ein paar Siege Giants. Aber der Garden Terror kommt halt jetzt mit dazu. Man muss halt schon sagen, El Nexo ist trotz allem noch in einer sehr, sehr guten Position. Sie haben alle Forts, sie haben einen leichten Experience-Vorteil. Die Gates sind halt schon in der Midlane weg. Unten sind schon die Gates weg. Das heißt, sie können hier durchaus viel ausrichten. Und wir sehen den Split-Push. Acer pusht die Mitte durch, kriegt auf jeden Fall das Fort hier. Da wird El Nexo nicht in Position kommen. Pony versucht davon zu kommen, wird aber gut gebodyblockt. Jetzt sprintet er hier davon. Oh, nochmal ein guter Stun. Oh, Pony ist definitiv in Gefahr. Kommt er da davon? Oh, gutes Focus Fire. Es wird super schwierig, da davon zu kommen. Nee, es reicht nicht. Polymorph kommt noch raus. Gutes Thundering. Hält hier Sonn weit außen. Und auch Greenout kriegt hier einiges an Focus Fire ab. Da kommt der Rain of Vengeance rein. Haut hier direkt Thrall weg. Und Uther fällt. Wenn sie hier noch mehr rausnehmen. Lucifer ist extrem niedrig. Ja, der fällt auch noch. Grand Piketty. Einiges an Schaden einstecken müssen. Uther hilft hier noch mit aus. Alistar. Schön geschrunken. Schön geschrunken. Da droppt er aus seinem Odin raus. Versucht hier aber gegenzuhalten. Sonn muss jetzt hier raus aus dem Kampf. Seifo kann auch eigentlich ein Weilchen drin bleiben, aber Vortex heilt sich hier nochmal hoch mit dem First Aid. Bleibt also auch weiterhin im Kampf. Und das sind sie im vollen Rückzug. Und das ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung. 2 gegen 2. Durchaus ein ordentlicher Kampf auf beiden Seiten. Sehr gefallen. Jetzt muss Holo hier zurück. Seifo muss zurück. Aber die Nacht kommt bald wieder. El Nexo definitiv in einer besseren Position, sich jetzt hier viele Seeds zu sichern. Ja, da kommt nochmal der Lane Clear von Vortex und jetzt holen sie sich hier einiges an Seeds. Ich glaube nicht, dass wir einen Contest sehen werden auf Seiten von Team Acer. Pony wartet zwar hier im Schatten, momentan noch unentdeckt, schickt auch eine Eule raus, die sieht, okay, alles klar, El Nexo holt sich den oberen. Das heißt, wir sind eigentlich ganz ordentlich dabei, wenn wir uns einfach den unteren sichern. Und dementsprechend halt da nochmal einiges an Seeds einkassieren. Ich glaube trotzdem, dass es nicht ganz reichen wird, um den nächsten Garden Terror auf den Weg zu bringen. Und der Nexo, die sind jetzt auch schon fast auf Level 16. So, doppelter Rewind natürlich, Muradin, Brightwing. Hier oben haben wir die Mines, das heißt Knockback auf den Mines jetzt für Sergeant Hammer. Dann haben wir hier Shrinkray für Tessera, den haben wir auch schon im Einsatz gesehen. Sprint natürlich für Uther, Relentless auf Arthas, Giant Killer für Valor. Also das spielt das alles ein bisschen anders. Alles so ein bisschen Hungering Arrow basiert. Und Lunar Blaze für Monsieur Mrs. Tyrande. Madame Tyrande, so ist richtig. So, beide Teams jetzt mit Level 16. So. Second Strike, natürlich für Tesla. Imposing Presence für Uther. Da unten gibt es Stone Skin und Executioner für Valor. Dann Ranger auf Tyrande. Also Tyrande hat das Standardgebild. Valor kann man sich halt mal anschauen. Das ist ein anderer Bild als so der Standardbild mit Multishot. Beide Teams jetzt sehr ausgeglichen, was Erfahrungspunkte angeht. 95 Skulls, also Seeds hat nicht ganz gereicht auf Seiten von Acer. Und der Garden Terror macht sich auf den Weg in der Botlane für Team El Nexo. Wird hier auch das Fort kriegen. Ziemliche Sicherheit, weil Acer ist momentan komplett out of position. Ah, setzt aber irgendwie kein Overgrowth. Will erst mit dem Teamfight zusammen sein. Und das macht auch Sinn, denn Acer will jetzt hier pushen. Die versuchen es. Greenout wollte schon reinrennen, aber gerade die Chance verpasst. Da sind sie noch. Gerade so haben sie es geschafft, in Reichweite vom Fort zu kommen. Jetzt ist das Fort gefallen. Seifo hat hier einen Polymorph abgekriegt. Wird hier gut zurückgetrieben. Sie können Lucifer noch weit nach hinten halten. Oh, Sonn, wollt's hier wissen, hat einen Root gesetzt, aber ist dadurch auch weit, weit weg vom Team. Nochmal das Overgrowth gesetzt. Auch das Fort wird hier stark angegangen.
45 Sekunden noch auf dem Garden Terror, hat auch noch mehr als die Hälfte an Energie. Also ich glaube, das Fort kriegen sie noch. Ein schöner Starfall wurde gesetzt. Da geht's zurück. Thundering kam raus. Lord of XD hat jetzt versucht, das Team auseinanderzugreifen. Und Rain of Vengeance auch nochmal nachgesetzt. Lucifer extrem niedrig. Der muss jetzt aufpassen. Aber ich glaube, der wird auch davon kommen. Son nochmal einen Stun-Up gekriegt. Jetzt wird doch Lucifer gegangen. Der geht sofort in den Avatar. Kann sich hier nochmal retten. Odin vom haut hier auf alles drauf. Son muss aufpassen. Der hat schon einiges einstecken müssen. Nicht mehr so viel Mana übrig. Also Acer in der kompletten Defensive. Das Fort wird fallen. Sie lassen es fallen. Sie gehen auf den Rückzug. Es macht alles Sinn. Es macht absoluten Sinn. Sie sollten hier nicht zu sehr, zu sehr ihr Glück provozieren. Liegen jetzt auch ein Level zurück. Also haben durch diesen Push doch ein bisschen was verloren. Drei Forts nur noch am Leben, beziehungsweise drei Keeps. Man muss hier aufpassen. Darf nicht noch einen CC erwischen. Und fünf Forts noch am Leben auf Seiten von der Nexo. Schauen wir uns das mal an. Hier oben steht fast noch alles. Da wurde nicht gut durchgepusht. In der Botlane sieht es auch nicht viel besser aus. Also Acer hat sich hier stark eigentlich nur auf die Mitte konzentriert. Und das, ja, das macht ihn jetzt echt zu schaffen. Der Nexo wird hier den Ziel kriegen auf die Bruiser. Auch sehr ärgerlich. Ja, da kam die Eule etwas zu spät. Und selbst wenn, wäre es schwierig gewesen für Acer da ranzukommen. Ist nicht die beste Position. Die Bruiser können sie natürlich schnell clearen. Aber die Nacht bricht in 21 Sekunden wieder ein. Und El Nexo, die wollen sogar darüber nachdenken, hier das Siege Camp zu stehen. Denke ich, das ist eine gute Idee. Damit kann man dann eben gut Acer auch beschäftigen. Damit schön zurückhalten und sich dann einfach alle Seeds schnappen, die es so gibt auf der Karte. So, da kommt die nächste Eule. Sie kommen wieder reingerannt. Greenout hat es kurz drüber nachgedacht. Ah, okay. Siege scheint es nicht gestohlen. Spielen sicher. Auch El Nexo will hier nichts riskieren. Und da ist der Chase, aber ich glaube nicht, dass sie hier in eine bessere Position kommen könnten. Sie sind halt auch ein Level hinten. Nicht mehr lange, aber sie sind momentan noch ein Level hinten. Immer mal wieder schön einen Storm gesetzt. Jens, jetzt ist aber El Nexo in einer guten Position. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, da kommt auch schon das Thundering. Son komplett ausgezont. Rain of Vengeance kommt rein. Schöner Schuss hier auf Lord vs. XD. Der ist extrem niedrig. Kommt da der Root? Kommt da der Root? Nein, der kommt so davon. Und Son versucht es mit dem Chase, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Drüben wurde schon Ulfa rausgenommen. Lord vs. XD wird draufgehen, aber Holo ist auch sehr, sehr niedrig. Und Alistair versucht es hier nochmal ranzukommen. Holo komplett ausgezont, da kommt der Shield. Aber Alistair jetzt komplett rausgenommen aus dem Spiel. Wurde komplett vom restlichen Team getrennt. Können sie ihn kriegen? Da fehlt noch ein bisschen CC, um ihn rauszunehmen. Und ich glaube, das kriegen sie jetzt hier. Da ist der Root und Alistair wird fallen. 2 für 1. Das kann man mitnehmen. Das kann man mitnehmen. Das gibt ihnen jetzt hier die Chance, endlich die letzten Seeds zu kriegen. Und vielleicht sogar noch eine Übermacht an Seeds zu kriegen, um dann den nächsten Garden Terror direkt bereit zu haben. Es sind noch einige verfügbar. Es könnte reichen. Oh, Vortex wartet auf seine Aktion. Noch 20 Sekunden auf Thrall. Sie dürfen eigentlich keinen Kampf riskieren, aber ja, Acer ist halt extrem niedrig. Sowohl in der Gesundheit als auch in der Mana. Also auch die werden nichts riskieren. Es ist schon sehr bedacht gespielt von beiden Teams. Muss man so sagen. Sie versuchen wieder auf den Garden Terror zu gehen. Hauen da auch einiges an Schaden auf ihn raus. Aber ja, El Nexo wagt es sich nicht raufzugehen. Thrall ist jetzt wieder im Spiel. Das heißt, sie könnten es durchaus probieren. Mit einem ordentlichen Thundering hier das Team zerteilen. Gerade Son ist halt sehr niedrig. Kann sich da nicht mehr wirklich gut schützen. So, Greenout ist aber auch wieder im Spiel. Damit haben sie jetzt genügend Seeds, um den nächsten Garden Terror zu holen. Der ist schon auf dem Weg. Und sie können sich vielleicht sogar die hier sichern. Damit El Nexo denyen, den nächsten Garden Terror zu haben. Und halt eben noch einen weiteren verfügbar haben. Oh, Vortex wird angegangen. Holo ist bereit. Alle Heroics sind verfügbar. Sie könnten es machen, aber nein. Die wollen sich einfach nur mit dem Garden Terror hier zufrieden geben. Sondern inzwischen auch wieder mit voller Gesundheit. Und ja, der Garden Terror wird natürlich hier sehr, sehr schnell fallen. Und für Acer die restlichen Seeds geben. Aber sie haben es nicht ganz geschafft, das zu denyen. El Nexo konnte hier auf der linken Seite sich noch die paar Seeds sichern. Aber sie haben halt auch einen zweiten Garden Terror. Also erstmal der Garden Terror Fight. Und vielleicht reicht es jetzt hier schon, um dieses Fort rauszunehmen. Und dahinter halt mit dem zweiten Garden Terror zu folgen und auf den Keep zu gehen. Aber noch haben sie zwei Forts, die am Leben sind. Ich glaube nicht, dass A-Pony jetzt hier bis nach oben rennen wird. Hat auch nur noch 46 Sekunden, aber vielleicht probieren sie es. Mal gucken. Momentan ziehen sie hier El Nexo noch ein bisschen lang. Ja.
ziehen sie einfach dahin. Der Garden Terror kauft sich ein bisschen Zeit auf Seiten von Acer, um nach oben zu kommen. Nexo momentan noch mit einem leichten Vorsprung, was die Erfahrungspunkte angeht. Welches Team in Level 20 zuerst hat, hat auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Oh, ein guter Root of Alistar und versuchen ihn alle zu blocken. Das muss reichen, aber nein, der sprintet nochmal davon. Kriegt auch nochmal ein ordentliches First Aid drauf. Lucifer versucht hier A-Pony zu blocken. Uther fällt wieder als erstes. Wieder einmal Uther zuerst rausgenommen. Son geht hier auf die Verfolgungsjagd auf Love vs. 6D. Und es reicht nicht. Vella ist die nächste, die fällt. Acer, es fällt langsam alles auseinander. Gleich ist auch noch der Garden Terror weg und dann habt ihr echt Probleme. Son kriegt hier alles ab. A-Pony wird die nächste sein. Aber Starfall kommt raus, kann vielleicht hier nochmal ein bisschen umdrehen. Aber sie drehen sich um. Das war keine gute Idee. So kann A-Pony rausgenommen werden. Son versucht irgendwie aufzuhalten, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Da ist der Polymorph auf ihn. Auch er stirbt. Damit ist Arthas weg und es ist nur noch 5 gegen 1. Sypho hat keine Chance. Base Shift rettet ihn hier nochmal. Er sollte auch davon kommen, sollte am Leben bleiben. Aber dieser Push wird halt unglaublich stark. Sie werden mindestens einen Keep geben, wenn nicht sogar direkt auf den Core gehen. Level 20 ist da. Wir haben Advanced Lever Strike, wir haben Big Red Button, wir haben Storm Shield für Brightwing, Unstoppable Force für Muradin und Bolt of the Storm für Thrall und sie gehen direkt auf den Core. Schilde sind fast weg, nur noch Sypho am Leben. 5 Sekunden bis Uther wieder da ist. Vielleicht kann er mit dem Divine Storm noch was ausrichten, aber ich glaub's nicht. So viel Schaden auf den Core. Enexus zeigt, sie sind immer noch der Top Dog. Sie holen sich hier den Sieg und bleiben damit auf Platz 1 in der Heroes Champions League.